Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen hier zu einem Trade-Up-Contract-Video. Und ja, ich habe ja jetzt die letzten zwei Wochen zwei verschiedene Videos zu den Top 3 Trade-Ups der Woche sozusagen gemacht, wo ich eben sozusagen drei Trade-Ups immer vorstelle, bei denen ihr Profit machen könnt, die relativ cool sind. Und ich dachte, jetzt komme ich mal nochmal ein Video zu einem Trade-Up-Contract, macht es jetzt aber ein bisschen anders und zeigt den Trade-Up und macht ihr eben selber nochmal. Und ja, wenn euch das Ganze mehr gefällt, könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben, dann mache ich es ab sofort so, dass ich eben, ja, so kleinere Trade-Ups, sage ich jetzt mal, bis 10, 20 Euro jetzt auch mal einfach so in einem Video mache. Heute haben wir mal einen Blue-Trade-Up der Shadow-Kollektion. Dazu habe ich mir, ich glaube, 18 Max 7 Cobalt Core und 2 Scud 20 Queen Marine Factory New gekauft. Und ja, was man dazu uptraden kann, ist eben die Galle AR Stone Cold, die M249 mit Nebula Crusader, die MP7 Special Delivery und die P52 Wingshot. Also ich würde jetzt mal sagen, die hauen wir jetzt mal alle in den Trader Contract auch rein. Sind allesamt Factory New, somit sollte auch die Waffe, die später rauskommt, auch Factory New sein. Hoffe ich jetzt zumindest mal. Und wo ist jetzt die Sache mit dem Profit? Man kann zu einem die Stone Cold rausbekommen. Wenn wir die bekommen, machen wir 35 Cent Gewinn. Die M249, dann würden wir, komplett null rauskommen. Bei der MP7 würden wir 20 Cent verlieren. Bei der P52 Wingshot würden wir eben so 35 Cent Gewinn machen. Ich habe mir diese Max 7s hier für 14 Cent und die Scar 20 auch für 14 Cent gekauft. Somit, ja, 1,40 insgesamt der komplette Trade-Up. Ich würde mal sagen, wir hauen die jetzt hier alle mal rein. Hier am Schluss noch eine Scar 20 Green Marine. Ich gucke jetzt hier nur mal alle nochmal durch, dass sie auch alle FN sind. Es ist ein Blue Trade-Up Contract, aber trotzdem, man kann einiges rausbekommen, ja. Ich glaube, die Pizza 50 und Galil, die sind, glaube ich, auch um die 2 Euro wert. Somit könnten wir dadurch sogar 50 Cent gewinnen, Mann. Es kommt immer darauf an, eben wie der Markttrend ist. Also, wenn der Markttrend bei 2 Euro liegt für die Pizza 50 und für die Galil, dann würden wir, wenn man eben die Steuern sozusagen wegrechnet, das ist ja immer so das große Ding, dann würden wir, also wenn die nicht weggerechnet werden, würden wir bei der Galil und bei der Pizza 50 je 50 Cent Gewinn machen. Bei der MP7 würden wir 10 Cent verlieren, bei der N249 würden da, glaube ich, sogar 5 Cent rausspringen oder sowas. Wie gesagt, wenn man den öfters macht und man eben immer dann 50 Cent Gewinn macht, dann kann man sich hier durch 10 mal diesen Trade-Up machen 5 Euro gut machen, was auf jeden Fall ziemlich cool ist. Und wir haben ja noch kurz einen Screenshot gemacht. So, was soll ich da groß draufschreiben? Ich schreibe jetzt hier einfach mal eine wunderschöne Marktschrift drauf. Und es ist ein Blue Trade-Up, Jungs. Es ist ein Blue Trade-Up. Sollte man jetzt nicht so hoch anrechnen. Ja, ich hoffe trotzdem, dass wir eine Pizza 50 oder Galil rausbekommen. Was bekommen wir raus? Wir bekommen die Pizza 50 Wingshot raus. Cool. Wop. In FN. Ja, wunderbar. Sieht schön aus, aber es ist eben hier gerade. Sie ist eben gerade nur dafür da, dass man eben das Geld daraus macht. Gut, haben wir jetzt 50 Cent plus gemacht. So, jetzt machen wir nochmal den gleichen Trade-Up. Dann schreiben wir nochmal mit Mark und dem guten alten Doppelpunkt D. So, kleinen Kasten noch drumherum. Eigentlich wollte ich den Trade-Up öfters machen, aber ich habe jetzt eben Kaufanträge gestellt, dass man eben auf einem gewissen Niveau bei 14, 15 Cent eben pro Item, weil sonst der Preis viel zu hoch wäre. Und was bekommen wir? Nochmal eine Pizza 50 Wingshot. Wow, okay. Nicht schlecht. Auf jeden Fall, wir haben jetzt, einen Euro durch den Trade-Up eben plus gemacht. Was echt cool ist. Ich hätte jetzt eigentlich ernsthaft mit der MP7 noch mindestens eine gerechnet. Cool. Ja, haben wir jetzt noch ein bisschen plus gemacht. Ihr könnt den Trade-Up natürlich auch gerne nochmal machen. Und euer Glück auch so auf die Probe stellen. Wie gesagt, ich habe jetzt dadurch durch 10 Sekunden Trade-Up oder vielleicht 10 Sekunden Trade-Up, habe ich jetzt hier kurz einen Euro plus gemacht. Wenn man den öfters macht, kann man sich dann gut mal 20 Euro kurz hochtrade. Natürlich, man kann ein bisschen Minus machen, indem man eben dann diese MP7 bekommt. Aber ja,
Man kann es auch anders machen, ja? Ich habe es gerade eben bewiesen. Cool auf jeden Fall. Ja. Das war es jetzt so viel mit dem Video. Könnt ihr mal gerne ausprobieren. Gefallen euch auch mal so Trader-Contract-Videos, so kleine Trader-Contract-Videos, ja? Aber ich kann natürlich auch demnächst mal einen höheren Trade-Up machen, ja? Vielleicht mal einen Pink FN-Trade-Up oder vielleicht sogar mal einen Red-Trade-Up. Wäre ich für alles offen, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Eben wie gesagt, auch vor allem noch was für Trade-Up-Contracts. Ja, und da würde ich aber sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Probiert den Trade-Up ruhig selber aus und schreibt mir in die Kommentare, was ihr eben rausbekommen habt. Bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein und ja, ciao.